So, BBK-Analyse Nummer 5 zwischen Stays Flurrasenmäher Nashville und Knoblauchkiller YNH. Bevor wir loslegen, blubber ich am Anfang noch ein großes Lob an beide Akteure raus. Die haben sich beide extrem ins Zeug gelegt mit ihren Runden. Props an beide dafür. Beginnen wir mit den Videos der beiden. Stays lässt sich von Chanakan-Film shooten. Atmosphärische und abwechslungsreiche Locations, passende Drohnenaufnahmen, das ein oder andere Foto zur Punchline-Verstärkung. Woran man arbeiten könnte, wären die unterschiedlichen Schärfegrade der einzelnen Szenen. Wie gesagt, könnte Konjunktiv. YNH bekommt wie in der Qualifikation den Videosupport von Suns Out Films. Locationmäßig etwas minimalistisch gehalten, wobei ich den Battle-Käfig im zweiten Part sehr cool fand. Allerdings war unsere blonde Schönheit da ein wenig schüchtern beim Texteinsatz. MC Zwiebel, der sich zum Knoblauchkiller transformiert, wirkt alles andere als ein Newcomer. Der performt ziemlich gut und sehr selbstbewusst. Beide Videos waren handwerklich gut gemacht. Mich hat das Video von Stays aufgrund der besseren und abwechslungsreicheren Locations etwas mehr überzeugt. Daher Videosieg an Stays Nashville. Kommen wir zur Flownik-Kategorie. Stays Shepard über Skeletta Snare wie ein Weltmeister. Gute Beatauswahl, perfekter und passender Flow, absolute Flow-Rakete. Der donnert mächtig über den Takt, insgesamt mega überzeugend, was er uns davor rappt. Das Ganze gepaart mit einer soliden Reimtechnik, bei der er jetzt nicht versucht, zehnsilbige Nomenreime zu konstruieren, sondern die Technik mit dem Flow in Einklang zu bringen versucht, was ihm absolut gelungen ist. Er füllt den Takt komplett aus, auch wenn er zur Unterstützung das ein oder andere Füllwort benutzt, was aber seine Delivery noch weiter verstärkt. Kommen wir zu YNH. Erwähnung sollten auf jeden Fall die Doubles von ihm bekommen. Bei den Violet Box, der für das Mixing zuständig war, etwas experimenteller ans Werk gegangen ist. Er schrieb in den Kommentaren, dass er beim Mixing etwas mehr ausprobiert hat. Rausgekommen sind dann Doubles, die ein wenig das Soundbild heilmäßig überlagern und dem Hörgenuss nicht wirklich dienlich waren. Bei YNH gefiel mir der Einstieg reimtechnisch gesehen ganz gut. Letztes Jahr 8:1, beachte 1, dass dieses Achtelreich damit für dich nur noch Verachtung bleibt, gib Acht, du weißt, dass du auch dieses Jahr ein Bastard bleibst. Danach bleibt er durchgehend in einem Reimmodus, indem er ganz klassisch das Reimwort auf die zweite Snare im Takt legt. Dadurch beraubt er sich selber der Flow-Variation und bleibt konstant auf einem Flow-Level, das gegen Stays Nashville auf die komplette Dauer der Runde nicht mithalten kann. Daher Flownik-Sieg für den Flow-Rasenmäher Stays Nashville mit 2:1. Kommen wir zur lyrischen Fitness der beiden. YNH beschießt die blasse Haut von Stays in dieser Line hier. Stays, wem soll deine Tracks gefallen? Blasse Haut und Sonnenbrille, du bist Edward Cullen. Der Vampir fliegt hier wieder mal so hoch aus dem Turnier, weil die Zwiebel sich mal ganz spontan zu Knoblauch transformiert. Aus der blassen Hautline leitet er dann die Vampir-Line ab. Da Vampire angeblich einen ähnlichen Look haben und bringt dann den Zwiebelpunch. Fand ich ziemlich gut aufgebaut. Und dann veredelt er das Ganze mit der Idol-Verwechslung aufgrund der blassen Optik in dieser Line hier. Aber mal Retard, Mann, wie blass bist du geworden? Ich sah dich in der Quali und ich dachte, du wärst gestorben. Daran musst du was ändern, Alter, ohne Dreck. Wenn's so weitergeht, wirst du bald mit Idol verwechselt. Dann bringt er den Aufhängen-Spit und die Icarus-Line, die der ein oder andere begriffsstutzige Bildungsverweigerer sicherlich nicht verstanden hat. YNH beschießt die Fly-wie-ein-Pelikan-Line von Stays aus dessen Qualifikation. Icarus war nämlich auch ziemlich fly, dachte er zumindest, band sich Flügel um und aufgrund seines Übermuts flog er ein wenig zu hoch und seine Flügel verbrannten aufgrund der Hitze und er stürzte ins Meer. Die Icarus-Line, die spielt dann auch durch den High-As-Fuck-Bezug schön rüber in die nächste gute Line von YNH mit dem Grasfront gegen Stays, als er rappt. Du kassierst hier extra, ey, du bist zu hart scheiße, Mann. Du wolltest schon immer sterben, damit du ins Gras beißen kannst. Sein zweiter Part war dann schwächer als der erste und der dritte Part war schwächer als der zweite. Die Hurensohn-Line war noch ganz humorvoll. Allerdings bitte ich jeden da draußen, bitte keine Wortspiele mehr zwischen Gary und irgendeiner Schnecke zu machen. Die kann ich auf jeden Fall nicht mehr hören. Insgesamt fiel die Qualität der Punchlines von Part zu Part etwas ab, was ich nach dem echt starken Beginn etwas schade fand. Stays Nashville bringt in seinem Part Hipster-Look-Fronts in Form von einer Zahnstocher-Line und einer Legging-Line. Er hat das lyrisch stärkere Feature mit Kalito, der zerfetzt beide Feature-Partner von YNH mit einer Hook
Und dann bringt er diese Edeka-Line mit diesem "Ich schlag dich gelb und blau wie ein fucking Edeka", die ich extrem nice und schön übertrieben fand. Und auch der Front gegen Gotcha war sehr lustig, da musste ich schon ein wenig schmunzeln. So eine Abschlussline hätte er gegen YNH gebraucht. Allerdings versteift er sich zu stark auf das Aussehen von YNH. Das wirkte auf die komplette Länge des Songs irgendwann etwas too much. YNH beginnt viel stärker als Stays, bringt gute und durchdachte Kompositionen, besonders in seinem ersten Part, gelungener Grasfront, baut dann aber immer weiter ab. Daher knappes und schwaches 1:0 in der lyrischen Fitness für YNH. Kommen wir zum User-Voting. Das war das eindeutigste User-Vote-Ergebnis im bisherigen BBK. Den Sieg holt sich ganz eindeutig Stays Nashville mit, lass mich mal schauen, 351-33. Und meinen Punkt bekommt auch ganz klar Stays Nashville. Ich schließe mich da vollkommen dem User-Vote an. Wenn er die Qualität seines Videos aufrechterhalten kann und ein wenig an der lyrischen Fitness feilt, dann gehört der Typ ganz klar zum Favoritenkreis des BBKs. Extreme Steigerung zum letzten Jahr und absolut verdient weiter. Großes Lob an beide Akteure, auch an YNH für seine starke Performance und seine große Motivation, hier im Achtelfinale eine gute Runde abzuliefern. Im BBK geht es morgen um 16 Uhr weiter mit dem Battle von Danny gegen Miss Spliff. Da ich ab morgen im Urlaub bin, verschiebe ich die Analyse dieses Battles auf Sonntag. Danke euch fürs Zuschauen und wenn ihr mir Feedback in die Kommentare schreiben wollt, dann lese ich mir das natürlich durch. Vielleicht beantworte ich auch das ein oder andere. Auf jeden Fall danke euch fürs Zuschauen und ich bin dann mal ein paar Runden im Meer schwimmen. Blub, blub.